Europas größte tropische Urlaubswelt, sie ähnelt einem Paradies. Hier kann man es sich gut gehen lassen. Ganz so entspannt, wie es aussieht, war es dann aber doch nicht. Der Lauf in die Tropen stand nämlich auf dem Programm des SC Tegeler Forst und das bei Regen und eisiger Kälte. Buh. Schön Wetter kann jeder laufen. Aber wenn es so ein bisschen nieselig ist, vielleicht ein bisschen Schneegraupel, dann wird es eine Herausforderung. Insgesamt gingen ca. 400 Teilnehmer auf die Strecke. Ob 4, 8 oder 12 Kilometer war da nebensächlich. Es war für alle ein ganz besonderes Erlebnis. Ganz toll. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Und wie gesagt, man kann seine Familie mitnehmen. Mein Sohn ist drin, der wartet jetzt auf mich, der badet jetzt schön. Wir machen uns einen richtig schönen Tag. Das ist toll. Nun aber ganz, ganz schnell dem Ziel entgegen und dann direkt weiter und rein ins Tropical Island. Aus dem Regen in den Regenwald. Dort fand der Kinderlauf statt und die Kleinen gaben natürlich alles ganz groß. Kleinen Spaß hatte hier also die ganze Familie. Der Veranstalter zeigte sich erleichtert. Wir sind relativ kurzfristig gestartet, hatten nun 3 Monate Vorlauf. Von daher sind wir mit den 400 Teilnehmern sehr zufrieden. Wir haben über 50 Kinder mit dabei gehabt, die auch viel Spaß hatten, gerade hier drinnen im Regenwald zu laufen. Der zweite Lauf in die Tropen im nächsten Jahr ist natürlich schon fest eingeplant. Für alle Hauptstadtsportleute 25 Euro Eintritt, Teilnahmegebühren, wenn ihr dieses Jahr noch bucht, aber nicht weiter sagen. Nein, auf gar keinen Fall und damit rein in Europas größte tropische Urlaubswelt.